Also, Frau Schuldeis, wie alt sind Sie? Alt genug für graue Haare. Haben Sie einen Freund oder Ehemann? Ja, ich bin verheiratet. Haben Sie Kinder? Mhm. Eine Tochter, die ist fast 2 Jahre alt. Was war schon immer der Beruf Lehrer Ihr Traum? Ja, einerseits schon, aber ich habe auch noch andere Möglichkeiten in Erwägung gezogen nach dem Abi. Eine Möglichkeit war gewesen, dass ich Architektin wäre, aber ich bin ganz froh, dass ich das dann nicht geworden bin. Warum haben Sie sich entschlossen, Lehrerin zu werden? Weil mir die Arbeit mit Kindern Spaß macht und ja, ich habe mich dann für 2 Fächer entschieden, für Mathe und Englisch, die ich sehr wichtig finde. Da hat mir Studium Spaß gemacht, ja, und somit hat das alles zusammengepasst. Mögen Sie Ihren Beruf? Ja, natürlich. Woher kommen Sie her? Aus Hengersberg. Was machen Sie gerne in Ihrer Freizeit? Ja, meine großen Hobbys sind eigentlich meine kleine Familie daheim momentan. Meine kleine Tochter nimmt mich da schon sehr in Anspruch. Und wenn es mir dann doch einmal ein bisschen Zeit lässt für mich selber, dann spiele ich gern Akkordeon. Das habe ich schon als Kind angefangen und spiele immer noch gern. Und im Winter tue ich ganz gern Skifahren. Wie reagieren Sie auf Kritik von Führungskräften oder Mitarbeitern? Da überlege ich natürlich, wie ich die Kritik aufnehme und was ich ändern kann. Ja, genau. Wo sehen Sie die Grenzen eines Schülers? Die Grenzen eines Schülers? Kommt vielleicht immer ein bisschen auf die Situation drauf an, aber was meiner Meinung nach gar nicht geht, ist Lügen, unehrlich sein oder ja, böse sei mit Schülern gegenüber, also richtig böse. Wie lange schätzen Sie, brauchen Sie, um richtig an unserer Schule oder Mitarbeitern sich anzugewöhnen? Eigentlich habe ich mich recht schon gut eingewöhnt, weil ich bin im Laufe des letzten Schuljahres schon hergekommen und ich war früher schon mal als Referendarin an der Schule. Von dem her kenne ich die Schule schon relativ gut. Was war an unserer Schule die schlimmste Unterrichtsstunde? Oh, da hat es noch keine gegeben. Keine schlimmste Unterrichtsstunde. Okay.